willkommen bei Tizi Schubert. Und wir kommen heute zu einem Retro-Blind-Draft FIFA 19 um die Wachsstreifen. Wir haben doch gegen Benji damals 3-0 verloren. Oh, was ist denn da los? Weiß schon nicht. Was ist los? Das war ja noch der Account, wo Benji uns alles discardet hat damals. Ne? Den hier nochmal. Was auch gut ist, Jungs, Wachsstreifen. Ich hatte jetzt, wie lange ist es her, wo du noch in Quarantäne warst? Das ist bestimmt schon 3 Monate ich her. Ich hatte so lange diese scheiß Flecken. Sieht man es noch? Nee, nicht mal ganz. Jetzt, ich werde gleich die Hosen nicht hoch, aber jetzt sieht man es etwas. Komm, doch noch. Du siehst immer noch so ein bisschen, wo es war. Ne? Vor allen Dingen im Fitnessstudio war das halt extrem peinlich. Unangenehm, ne? Und ich sag mal, du gehst ja auch bald in Urlaub, da könnte es auch extrem unangenehm sein. Das wird richtig unangenehm. Plus, Jungs, wir können hier, wenn ihr Bock drauf habt, öfter so ein Retro-Blindcraft jetzt auch mal machen. FIFA 18 habe ich leider 5-mal die Sicherheitsfrage falsch eingegeben, da sind wir raus. Ne? Vielleicht geht irgendwie 17 noch, 16 gehen die Server nicht mal. Übrigens gab es bei 16 Drafts, hab gerade geguckt. Gab es noch 16? Ja. War dann 16 das erste? Ja, 16 war, glaube ich, das erste. Krank, Alter. Das ist schon 5 Jahre her. Das ist Wahnsinn. Ich weiß noch so, wie die Erneuerung damals war, ey, es gibt jetzt Drafts und so. Ja. Das ist aber schon 5 Jahre her, Jungs. Das ist krank. 5 Jahre her. Das ist wirklich krank. Ja, genau, FIFA 20 haben wir noch, wo wir es machen können. Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst hier ein Däumchen nach oben da. Plus, Jungs, man kann kurz sagen, ihr seht es im Hintergrund eingeblendet, unser Partner seit Tag 1, Elgato. Stopp, hier will ich kurz einhaken. Wer hier aufgelegt, ne, da komme ich nach Hause gefahren und verpasst jedem von euch, der hier jetzt auf diese Werbung aufgelegt, links und rechts paar Schellen. Weil Elgato ist der Partner, der schon bei uns war, als wir nicht mal 10.000 Abonnenten hatten und immer an uns geglaubt hat, uns immer supportet hat, uns immer entgegengekommen ist. Deswegen genießt es jetzt, Jungs. Lasst euch berieseln. Das ist wichtig. Das genau, ist für Freunde. Jeden Streamer und für jeden YouTuber und für jeden Privatmann. Ist es wichtig? Jetzt hört zu! Nämlich, ihr seht es im Hintergrund, um 21 Uhr heute Abend gibt es da ein kleines Stream, könnt ihr gerne mal einschalten. Da stellen die neue Produkte sehr, sehr geile Produkte vor. Wir haben sie ja schon hier, dürfen nur nicht so viel sagen. Ab heute Abend, 21.30 Uhr, könnt ihr sehen, was es da alles Neues gibt. Man muss sagen, ohne Elgato, Jungs, wäre diese Qualität von Stream-Aufnahme wäre nicht möglich, wenn die Jungs nicht sagen würden, und ihr kriegt das, ihr kriegt das. Und mit dir, ja. Stream Deck, Freunde, ne? Keylights kennt ihr. Elgato ist überhaupt das Gameplay so in so geiler Qualität aufnehmen und jetzt? Zu können. Was ist jetzt? Hä? Ja, also wäre jetzt? Ohne Elgato alles nicht möglich. Sie haben es Camlink reingebracht, dass du keine Webcams mehr nehmen musst. Du kannst hier Kameras, jede per HDMI anschließen. Wahnsinn, Freunde. Deswegen lasst da gerne mal Liebe da, schaltet mal ein. Denen haben wir sehr, sehr viel zu verdanken und ich würde sagen, schnick, schnack, schnuck, wir gehen rein. Digga, ja, Vitor, ganz kurz, wird schwer, ne? Weil FIFA. Was denn, wo sind wir? FIFA 19. 19 sind wir gelandet. Ey, du hattest gerade einen Draft, wir hatten noch eine Offer. Timo geht rein, Time Finish direkt. Es ist so geil. Es ist so erstes geil. Erstes Ding direkt mit William. Wäre in FIFA 21 gar nicht möglich, nein. Weil 25 Autoblocks dazwischen kämen. Ich habe von 20 später Time Finish da drin. Ja, schön, komm. Schnick, schnack, schnuck. Ich würde sagen, fang. Mach du dich erstmal blind. Fuck, Digga. Fuck, Digga, das ist heute wirklich schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass du so clever bist, wirklich. Es ist ganz schlecht, weil ich kann erst mal ein bisschen gucken, wo mehr ich spielen werde. Ich hätte dich nicht eingeschätzt, dass du so clever bist. Wirklich, bin ich ehrlich. Ich sammle Payback-Punkte, was willst du denn? Ich bin der Payback-sammelnde YouTuber. Hätte ich nicht gedacht. Hopp, mach, geh rein. Ich bin blind. So, mit. Was war denn überhaupt effektiv? Digga, ich habe keine Ahnung mehr. So, wir gehen rein. Wir haben. Ja. Also ich bin natürlich jetzt im Fahrwasser von FIFA 21, obwohl das sind die Drafts eigentlich scheiße, aber da sind ein paar gute Aufstellungen dabei. Man muss aber Icons sagen mal an trotzdem, falls da was kommt, ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. Die 2. Doch nein, oder? Oh, Alter, was eine geile Karte. Okay, Freunde, wir haben erstmal eine Icon am Start. Oh. Und wir haben eine Ultra, ich weiß gar nicht, was war das für eine Karte? Digga, wie clever war das von dir anzufangen? Ey, was? Warum denkst du an sowas? Was war das für eine Karte, Jungs? Die ist ja wild, die ist ja ganz wild. Hier, ne, die da. Okay, ja komm, sag. Die 1. Ach nein, warum fängt's denn so an? So, dann gehen wir hier rein. Oh, wir haben hier einer dabei, der war damals Man of the Match und hat gut randaliert bei der EM. Kaiser. Oh, der war hier Man of the Match. Ja. 4. Torres. Aber nicht. Icon? Nein, nein. Also, dann gehen wir hier hin. Krank, und mittlerweile ist aber Icon. Aber es ist nicht der Torres. Ach so. Also, siehst du ja nicht. Allerdings, Scheiße, hat Torres 19 noch gespielt? Ich weiß es nicht. Aber hier haben wir einen dabei, da weiß ich noch, der hat beim Tod so abgefuckt, weil du ihn immer gezogen hast. Weil du hast ihn immer gezogen. Der Torwart von Holland. Nee. Wie cool. Ich nehme die 3. Ey, krieg gute Karten, Mann, das hier. Was ist denn da los? So, dann gehen wir hier hin. Alter. Okay, ja, paar geile Karten mit am Start. 4. Scheiße, gute Karten. So, hä? Auf der Position? Ah, gut, das ist, glaube ich. Okay, du hast die nächste Icon mit am Start. Und Yilmaz. Torz hat er damals auch gekriegt.
2. Da bist du doch, Alter, war der wichtig. War der wichtig. Wo war die Icon? Sag ich dir nicht. Ey, komm, Alter, das ist wieder. Ey, komm. Ja, aber du hast. Die kommen immer auf der gleichen Position hier, deswegen will ich es nicht sagen. Ja, super, wenn du später. Das ist so unfair, ne? Ja, weiß ich, ob sie immer da kommen. So, ja, nächste Karten sind da. Ein Tod, sonst nichts Besonderes. Ja, oh, der war damals geil. Der war. Ha, fuck, was baut der denn da schon wieder, Jungs? Uff, Zisch, was geht? Was hatte Zisch? Tod am Start. Was hatte der für ein Weg? 96 einfach. Ein Zisch? Ja, und ansonsten noch ein PP haben wir noch in Form. Ah, nein, Männer, das Ding ist durch. Er baut ja perfekt. Er baut ja perfekt. Okay, ein Dümfries haben wir am Start. Tots. Dümfries. Dümfries sitzt immer auf der einen Seite. Da sitzt der Dorothy. Okay, dann gehen wir auf die Position. Alter, spielt noch ein. Oha, wir haben einen Van Dijk haben wir am Start. Was hatte der für Rating? 93er. UCL war das irgendwas. TOTGS, kein Plan, was es war. 4. Warst du heute die Lochmaske an? Letzte Position? Letzte schon. Ja, ein Steffen und ein Fährmann kann ich dir anbieten. Was hatte Fährmann für Rating? 85 Inform. Tschüss! Inform bei Schalke schon lange her. Ja. Wo war er damals? Schalke? Schalke. 3. Alles klar. Ah, wir haben fast eine Position hier vergessen. Was ist denn da los? Jetzt ist das die letzte Position. Oha. 4, hopp. Da kann ich. Ach, das ist ein Held. Ach, ich kann hier drauf drücken, Stummkopf. Was war das denn? Future Star war es. Was, die 4 nimmst du? Ja. Bist du da? Da hast du. So, dann machen wir hier Autovervollständigung. Aber ist sie. Männers. Das hier war mit Abstand die allergeilste Karte in dem allergeilsten Spiel. Wer war das? Und ich gebe dir hier das Ding. Wer war das? Und mach 5, komm, 4. 3, 2, 1, let's go, Digga. So, du hast ja schon relativ gut gebaut. Modric war die allergeilste Karte, Digga. Modric war so wild, sag ich dir, wie es ist. Hä, hey, was hab ich Modric hier? War richtig wild. Ich hab wieder Hinnesitze und Yashin, ja, Digga. Ne, das Ding ist, sag ich dir, durch. Wie kann man denn bitte so perfekt bauen? Wie kann man denn bitte so was perfekt bauen? Was hab ich denn da bauen? Überhaupt, Digga? Vor allen Dingen, guck mal, das ist ne, Roberto Firmino, guck mal, Neymar 92, ne? Coutinho, du hast alle also nur Brasilianer gekriegt da hinten, ne? Dann würde ich mal gucken, dass ich ein bisschen auf Brasilien alles umbaue, ne? Dann würde ich mal gucken. Und guck mal, du kannst ja hier Eder Militao, Digga. Wo hat denn Eder Militao noch gespielt? Wo ist denn der? Wo guck ist mal, der? Guck mal, Eder Militao, wo hat denn der gespielt? Ach du Scheiße. Du kannst aber auch einen Tagliafico kannst du stellen. Und dann kannst du auch einen Gündogan. Guck mal, mach doch Gündogan. Bau doch um auf Ding. Mach doch Gündo. Warum machst du denn kein Gündo, Digga? Für wohin, Bro? Ja, Gündo, kannst du komplette Premier League. Mach die Italiener raus, bau komplette Premier League. Du hast doch im Sturm, Bro. Bobby. Was machst du denn? Was machst du denn? Ah nein, sag ich sogar noch richtig. Den kann ich wirklich noch. Aber du hast ja auch noch für die Mitte einen Fred. Ich würde einen Fred noch stellen. Ja, kann. Ganz ehrlich, Fred, Gündogan, würde ich alles noch umtauschen. Würde ich alles umtauschen. Bringt nichts. Würde ich alles umtauschen. Fertig! Fuck, du hast aber perfekt schon gut gebaut. Ja, Digga, ich hatte halt viel Italien, ne? Du hast perfekt gebaut, weil ganz ehrlich, wenn man umbauen muss, ist man komplett lost. Ja, das ist wirklich komplett lost, weil ich habe jetzt gar nicht mehr gut. Ich hatte echt noch viele von England. Italien hatte ich ja nichts mehr und ich hätte Italien niemals aufreißen Nein, können. Nein, es war perfekt, scheiße. Ich hätte Italien niemals aufreißen können und ich hatte jetzt nichts mehr. Schade, dass ich halt kein 99er Modric, aber ich hätte auch links, habe ich einen Coutinho gesehen, habe ich gedacht, okay, kann ich das aufmachen? Du hast halt, dass du halt auch die Icon dann noch kriegst. Manager Nummer 3. Richtig, bringt gar nichts. Hätte er noch was gebracht? Der hat was gebracht, ein Punkt. Für die Dogwissi hinten, ja. Na, nur er hier. Aber zu stark, das wird ganz schwer, ne? Er hat keinen Maßstab, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Wow, 170 am Blindhoff ist gut. Weiß nicht, ich hatte halt echt, ach, die Formation war ganz okay. Ey, fuck, das wird so schwer, weil du hast echt gut Italien gebaut. Ja, ich hatte halt schon viel, ne? Weil ich glaube, ja. Wenn man viel umbauen muss... Dann ist lost. Okay, let's go. Hab ich was? Ja, sind schon ein paar geile dabei. Ey, bei FIFA 21 sieht man gar nicht mehr die Links bei der Aufstellung, gell? Hier sieht man sie noch. Ich nehme die 1. Oh, die war nicht so gut. Halt dein Maul. Du hast einfach ein Seydou Doumbia. Rückblick Spieler ist wie sie und sonst nichts Besonderes. Bale hatte einfach noch die 88 auf der Karte. Ich nehme die 2. Okay, let's go. Wir gehen hier hin. Man kann halt wirklich gar nichts abschätzen. Waren das Team of the Week-Karten? Ah jo, natürlich. Okay, nichts Besonderes. 3. Okay. Ah ja, passt doch nicht, weil der den Verein gewechselt hat. Okay, das ist heimtückisch. Wir sind im Sturm, ne? Du hast 4 TDWs. Mhm. Dabei ist ein Mugosa, Taggart, Wesley, Fabrizio und Lass Locker. Lass Locker hockt dafür 5. Schade. Ja, sieht aktuell sehr gut aus. Geil. Wir haben Tots-Karten, waren das. Mhm. Ein TDW Pogba, ein Hero-Karte, Spieler des Tages, national, ein Bruno Fernandes. 2. Was so baust schwer. Denn du da eigentlich? Gehen wir in die IV. Wir gucken mal in die IV. Alter, wir haben 2 Icons am Start. 2 Stück. Und ein Süle, ein De Vries, Raul Albiol. Ich nehme die 3. Ja! Let's go! Wichtig! 4 und 5 saßen. Ich bin jetzt so ein 31er. Okay.
Nichts Besonderes? Eins. De La Bella. De La Bella. Spielst du mit diesem De La Bella? Ich muss kacken. Alter, geil. Wir haben wieder geile zwei Flashback-Karten. Ein Jonas. Ich weiß nicht, mit dem Jonas habe ich mich mal richtig penetriert. Und ein Sturridge, Digga. Digga, wo rennt denn eigentlich Sturridge aktuell rum? Sturridge, stimmt. Vier. Die Legende. Sturridge. Nein. Jonas. Besser. Gut, wir sind im Tor. Kranke Karten dabei. Was ist das für eine Karte? Warte mal kurz. Future Star. Zwei. Schade. Hakimi noch bei Dortmund. Ja, na, das gab's von mir vorhin auch. Wild. Sitzt auf der 5. Tatsächlich. Hat er vorhin auch gehabt? Ja, das ist ja tatsächlich. Respekt an dich, Chichisi Mao. Wir gehen um ins Mittelfeld. Ja. Nichts Besonderes. Tots. Eins. Oh, der war nicht so gut. Also ich bin echt gespannt, was du jetzt draus machst. Ja, ne? Also wenn das nicht so gut gebaut ist, wird es sauer. Alter, im Premium Squad Building Challenge ist dabei ein Godin. Eins. Ja, es ist gerade ein Europameister. Chichi. So, ich fülle automatisch aus. Okay. Uff, mashallah, alhamdulillah. Ja, ich hab keine Icon, wenn es so ist. Krank. Okay, 3, 2, 1, let's go. Digga, du hast einfach CR7 bekommen, Digga. CR7, Junge, was ist da los? Du hast CR7. Der passt perfekt zu Ericsson, Digga. Der passt so perfekt da rein. CR7, 8 Leute, immer in Reinkern. Geh mal bitte kurz auf die Stats, Digga. Dann will ich mal kurz angucken, was der kann, ne? Bro. Geh mal bitte kurz auf CR7. Ich will gucken, was der kann. Hallo, was kann... Was machst denn du? Bringt doch gar nichts. Hallo. Und du hast noch einen Demir bei, Alter. Wow, what the fuck. Was du noch für Karten hast, ja, ganz wild. Du hast noch 25 Sekunden. Absolut krank, Digga. Einfach ein Cristiano Ronaldo. Geh mal bitte auf die Stats, was der so konnte. Junge, was für eine Karte war das von Cristiano Ronaldo? Du hast noch 10, 9, 8, 7, 6, 5. Und es geht weiter. Komm, schon ein bisschen Spaß am Rande, ne? Du hast noch 10 Sekunden. Nein, was mach ich denn? Oh Gott, jetzt ist komplett lost. Komplett lost, Junge. Was machst du denn? Du machst ja immer schlechter. Plus, du hast doch einen CR7, Digga. Ich verstehe nicht, wie man einfach den Link nennt. Komplett überlastet, Alter. Komplett System overheated. Komplett overheated, Alter. Fuck. Bevor wir lang schnacken, Coach. In die 2. Bevor wir lang ran schnacken, wir gucken erstmal rein. Liga, hast du da was am Start? Ein es Punkt. Gibt einen Punkt. Und was heißt das für dich? Ja! Let's go! Knappes Ding. Die Beine bleiben safe! Knappes Ding, aber... Oh, wichtig, ganz wichtig! Wenn ich was ändern könnte, ich glaube, es ist nicht fuck. Ganz wichtig! Mir hat noch Premier League einer gefehlt, außer Hakimi, da hatte ich nichts. Hätte ich gleich den Torwart setzen können. Gibt ja nichts. Ja, natürlich. Du hättest den mir bei und Ding, glaube ich, hätte mehr gebracht, oder? Mal da, die Spiele. Minus. Den hier und jetzt Da Costa und es wäre der Sieg gewesen. Ja, die 2, fuck. Ja, ich war dann halt auf Pogba so versteift, ne? Und du hättest halt auch einfach hier Luis Alberto vorne reinbringen können für Ding, oder? Ja. Ja, dann am Ende, aber ich habe am Ende ja nur noch schnell CR7 vorgemacht. Ja, das war Scheiße. Es war eigentlich schwach gebaut, Bro. Da war bei dir war wirklich Potenzial da zum Ausbauen. Ja, das musst du erst mal sehen. Ja. Und du hättest sogar noch Digga. Was hast du gemacht? Was machst du? Danach kann ich mir die ganze Beine abmachen. Bist du nur mal klein diesmal? Ein bisschen warm machen, oh, ne? Oh nein, ich hasse das. Ein bisschen warm machen, dies, das, Jungs. Wir bringen das jetzt ein bisschen auf Temperatur. Ich hasse die Dinger. Oh. Ich hasse die Dinger. Oh, straight. Und wieder das weg. Ah, das ist extra die. Ja, und wieder schön schief. Ach scheiße, damals war ja noch die Aufnahme, wo das da nicht geklappt hat, wo man das doppelt aufnehmen musste. Ich glaube, das ist gut angegangen. Ah! Oh, fuck! Ach guck mal, wie ich wieder rumlaufe! Oh, fuck! Ja, warum schief, Digga? Da machst du wenigstens grad. Okay, ich mach grad. Was tut das so an Scheiße? Digga, die kleben ja mal pervers, ja, oder? Die tun doch sau weh! Falsch rum, die kleben. Hm? Eigentlich da ist diese Zinnflasche. Ah! Oh Gott, wie gut funktionieren die? Sheesh, was geht? Ist das scheiße? Wie gut funktionieren die denn? Scheiße, mit der Rollerwinde. Wichtig, Digga. Die werden sich jetzt alle dumm angucken da vorne, ne? Oh, es tut weh, Alter. Fuck, das ist so unangenehm, das, ne? Das brennt noch schön aus. So unangenehm. So, Jungs.
Anwesen raus. Ciao. Macht Bock?